super Stimmung und es ist einfach schön, diese Nähe zu spüren, dass die alle so menschlich geblieben sind, aber man merkt einfach an, dass die noch ihre Bodenständigkeit haben. Hallo. Hallo. Guck. Interview. Ja, gut. Ja, krasse. Ja, ist okay. Ja. So, wie gefällt's dir? Ich habe ihn nicht verstanden. Wie es dir gefällt? How you like it? Ah, hier? Ja. Ja, sehr schön mit Fans. Alles zufrieden, ja. Also wirklich, ich feiere das, weil es ist sehr locker hier auf jeden Fall. Wer ist dein Lieblingsspieler? Ilas Bebu. Ja, aber auch. Ah ja. André Kramaric auf jeden Fall. Ich habe ganz viele Lieblingsspieler. Wer ist denn dein Lieblingsspieler bei der TSG? Das Hammer! Mensch! Olli Baumann. Wollen wir mal zu dem hingehen? Können wir gerne machen. Oh, guck mal, da ist er ja schon. Was für ein Zufall. Ja, unglaublich. Ja, und was macht ihn so besonders für dich? Alles, der Charakter vor allem und die Art und Weise, wie er mit seinen Fans umgeht. Ja. Ja, ist immer schön zu hören. Wir kennen uns jetzt durch die paar Jahre schon eine Weile. Ich sehe immer, dass sie mein Trikot anhat, unten rechts auf der Nord. Und ja, so wird es von Jahr zu Jahr dann halt irgendwie länger und mehr. Und das ist immer schön. Ich bin der Paul. So. Also. So, wir fangen mal an, wie geht's dir denn? Mir geht's sehr gut. Du machst auch einen echt super Eindruck. Bist ja fit, gell? Von meinem Alter schon. Ja, normalerweise wirst du ja von deinen Enkeln hier, den zwei, abgefüllt. Hast ja, du gehört? Jawohl, jawohl, ja. Aber bis heute geht's. Bis jetzt geht's. Heute haben wir noch keinen Alkohol getrunken. Also bis jetzt nur eine Fanta. Nur Fanta und Wasser. Was sagst du bis jetzt zu dem Abend? Mega, also das ist eigentlich gar nicht zu beschreiben, hier neben den Spielern zu sitzen, einfach unbeschreiblich. Und dann noch ca. 5 Mechsle und 4 Viererpasch gegen mich. Wie kommt das? Woher kommen denn die Qualitäten? Glücksbringer, habe ich ja gesagt. Baumieser wird mein Glücksbringer. Okay, ja, das lassen wir so stehen. Alles gut? Wir haben jetzt zwei Performances gehabt, vom George und vom Olli. Welche war dir lieber? Es ist schon hart an der Grenze, aber ich muss sagen, Georgie seine war schon ein bisschen flüssiger. Ja, Georgie ist halt ein richtiger Performer, gell? Zweimal da gestört. Und jetzt haben wir noch zwei Tage vor uns. Spiel und am Sonntag, der letzte Tag. Freut euch nochmal drauf? Auf jeden Fall. Also wir freuen uns richtig drauf, vor allem auf morgen, auf ein geiles Spiel. Und Sonntag schön ausklingen lassen. Perfekt. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und alles Gute. Danke ebenfalls. Das kannst du nicht lernen, gell?